Es ist ein ziemlich verregneter Tag und ich habe heute eine Bestattung und freue mich schon sehr. Ich werde völlig durchnässt sein, wenn der Wetterbericht sich jetzt nicht kurzfristig entscheidet, den Regen woanders hinzuschicken. Und eigentlich ist heute mein Predigtschreibtag. Eigentlich versuche ich an diesen Tagen keinen Termin zu machen, aber mit Bestattung ist das dann eben manchmal so. Und das heißt, eigentlich habe ich einen Tag pro Woche, wo ich versuche, nichts anderes zu machen, außer Predigt zu schreiben. Aber es regnet, ich bin irgendwie müde und manchmal ist das dann doch ein bisschen mühsam mit dem Predigtschreiben. Ich mache das super gerne, aber ehrlich gesagt, ich denke, also einen Arbeitstag so pro Woche versuche ich dafür aufzuwenden. Das sind also ungefähr 10 Stunden. Und manchmal ist das so, dass ich irgendwie 6 Stunden drei Sätze schreibe, dann eine halbe Stunde lang drei Seiten, dann wieder 3 Stunden nix und dann nochmal eine Stunde den Rest. Dann liegt das Ganze ja eine Woche und geht zu den Predigttestern und dann schreibe ich nochmal daran rum. Dann geht es zu Trixi, die auch nochmal daran arbeitet. Und dann gibt es sozusagen die Endversion. Das ist so der Optimalfall. Aber Kreativität lässt sich halt nicht, also ist bei mir nicht so irgendwie machen. Und auch wenn jetzt ich hier sitze und es sogar schon gleich 10 ist und ich denke, du sollst jetzt mal anfangen, habe ich jetzt lieber mal die Kamera genommen und quatsche diese Kamera rein. Ja. Ich flüster mal, denn gleich geht die Bestattung los. Und ja, so sieht das hier aus. So. Naja, Pastorenzimmer. Kurioserweise steht hier eine Urne für die nächste Trauerfeier. Ja, das ist ein bisschen komisch. Aber jetzt geht's gleich rüber und eine halbe Stunde Trauerfeier ungefähr. Und dann aufs, ja, zum Grab. Die Beerdigung und ich bin immer ein bisschen aufgeregt vorher und gleichzeitig ist das immer wieder schön. Mal gucken. So, die Bestattung ist geschafft. Ich bin nicht so nass geworden wie gedacht. Also ihr seht ja, selbst meine Frisur sitzt noch. Hat zwar gut geregnet, aber ich hatte zum Glück einen Schirm von der Bestatterin, der mich gerettet hat. Und ja, jetzt geht zurück, ist immer wieder eine komische Stimmung. Irgendwie am Ende, bestenfalls sind die Leute ja auch dankbar und ist gut gelaufen. Und ja, ich finde es immer ganz komisch, sich dann zu verabschieden, weil man, naja, da die Mischung zu finden zwischen fröhlich und angemessen, also dass man irgendwie nicht nur am Trauern ist, nur traurig ist und gleichzeitig ist es ja alles traurig und todtraurig. Ich hoffe immer, das gelingt mir. Naja, nun geht's zurück ans Predigtschreiben.